herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Victoria 3 hier mit Schweden und natürlich insbesondere hier mit Igbo, mit schwedischen Niger-Delta, das ja für uns durchaus wichtig ist, weil wir dann jetzt Hirse bekommen, Tabak, Bananen, Baumwolle und so weiter. Da geht's schon hier richtig ab. Tuch natürlich dementsprechend. Da schauen wir hier rein, ne, können wir nicht. Aber dauert noch einige Zeit, wie man es hier sieht, bis es tatsächlich bei uns ist. Und wenn man sich das jetzt hier mal so anschaut, bei den Interessen. Wir haben hier schon das Maximale. Was ist jetzt da los? Lassen sich verhindern, indem wir die Aktionen und Interessen erklären in der Diplomatie nutzen. Solange wir noch nicht die maximale Anzahl haben. Ja. Das haben wir ja. Okay, und das ist weg. Okay, jetzt können wir nur mehr, weil wir Kleinmacht sind. Sind wir Kleinmacht geworden, nur mehr da unser Interesse, Interesse an Norddeutschland. Ja, das nehmen wir mal hier raus. Okay. Ja. Genau, sind wir Kleinmacht geworden. Leider, aus irgendwelchen undefinierbaren Gründen. Okay, sagen wir jetzt hier mal Straßen. Moment mal, das ist Autorität, gell? Sagen wir hier mal Straßenerhalt. So. Genau, und vielleicht auch in Schweden noch was organisieren. Was ist jetzt? Okay. Das haben wir jetzt einmal alles hier weg. Deswegen stoppe ich mal, weil gerade tut sich dann minutenlang nichts. Und wenn man irgendwas macht, dann kommt jede Sekunde ploppt dann was auf. Ja, das wissen wir ja. Was wollte ich jetzt? Okay, das haben wir natürlich hier weg. Und jetzt haben wir hier 218.000. Das heißt als allererstes, wir können hier weiterbauen. Das ist einmal das Erste. Und, ah ja, genau, genau, ich wollte ja hier mal schauen, die Bevölkerung, da sieht man nur rein, hier die Bevölkerung, okay, Überschuss, okay, da geht es ihnen ja nicht mal so schlecht. Aber ich wollte jetzt schauen, welcher Landesteil eigentlich am besten bestückt ist, wenn man das überhaupt sehen kann. Okay, das vielleicht. Dauert allerdings ewig, aber macht nichts. Was haben wir hier, was brauchen wir hier? Investitionsstufen, ja, sollte eigentlich alles passen. Das geht natürlich jetzt ins Minus. Genau, Hauptstadt ist Svealand. Das ist Svealand. Wir könnten hier auch nochmal Bleiminen
bauen. Die haben wir noch nicht. Und hier auch einmal unbenutztes Ackerland wäre auch wichtig, damit das genutzt wird. So, haben wir hier auch noch mal Roggenfelder. Okay, ja, Blei braucht man nirgends. Aber früher oder später brauchen wir Blei sicherlich. Und jetzt schauen wir mal in den Markt rein. Da muss ich ja wirklich sehr, sehr viel hier getan haben. Genau, das ist ja jetzt das Obst. Maisfelder, Hirsefelder, okay. Fisch hat sich lang nichts mehr getan, aber haben wir auch schon vor ewigen Zeiten hier gebaut. Spirituosen haben wir auch mehr als genug. Okay. Lass mal weiterlaufen. Ja, es sollte so sein, dass hier schon eine Kunsthochschule durch ist. Mit 85 Mitarbeitern. Okay, besonders gut bezahlt werden sie aber nicht. Müssen wir hier nochmal den Marktzugriff uns anschauen. Wie gut ein Staat mit dem Rest des Marktes verbunden ist. Mhm. Hier die Kirche hat was zu meckern. Nee, wir können es nicht jedem recht machen. Schau, hier ist im Journal auch was drin. Bezüglich Kolonialismus. Atmosphärische Dampfmaschine. Das wäre ja dann irgendwo im Kohlebergwerk, aber ich glaube, das haben wir ja schon hier angeschaut. Ne, Kohle. Ja, weil wir hier noch keine Kohleminen haben, dann müssen wir hier das in den Eisenminen umstellen und dann braucht man viel, viel mehr Kohle, genau. Deswegen als allererstes mal Kohleminen. Weil man natürlich jetzt sagt, wir brauchen auch natürlich Stahlwerke. Hier rein, ja, ist klar. Zwar nicht sehr viel, aber ein bisschen Stahl braucht man. Okay, was haben wir hier überhaupt? Pharmazeutika. Dann schauen wir mal hier rein.
40%. Schauen wir mal, was wir hier noch. Es gibt keine zulässige Aktion für Schweden. Okay, können wir halt vielleicht jetzt. Ach so. Weil wir so müssen wir her. Aber können wir im Moment auch nicht. Okay, da haben wir auch 50. Es gibt nicht genügend Pops mit Qualifikationen. Da steigen jetzt die Rücklagen schon wieder. Und der allgemeine Bedarf steigt. Die werden alle süchtig hier. Aber wir können es nicht erweitern. Schade. So, das schauen wir jetzt mal. Aber recht viel, denke ich mal, wird sich hier nicht tun. Die 2000 werden wir hier kaum. Subventionieren wollen wir es auch nicht. Keiner kauft die Kunstwerke. Ein paar minimaler Bedarf ist da. 170 Leute sind beschäftigt. Dann kommen Tuchfabriken, ja, das sehe ich als sinnvoller an. Okay, 100.000 haben wir noch Goldreserven, sehr gut. Okay, Nationalismus. Okay. Sehr gut. Ihr könnt ja mal wieder hier in die Politik reinschauen. Hat man eigentlich jetzt länger nichts mehr getan? Und zwar vielleicht einmal da. Präsidialrepublik. So, schauen wir mal, wer das überhaupt intellektuelle oder eine parlamentarische. Wenn wir es mal versuchen würde. Okay, was könnte man sonst noch? Amt für Inneres. Bringt nichts Besonderes. Die koloniale Ausbeutung, da sind wir schon voll dabei. Sklaverei können wir nicht. Nee, das will keiner.
Das will keiner, die Sklaverei. Ein Armengesetz, wer will's? Die Industriellen. Laissez-faire. Ja, dann 75% Privatbau. Die Industriellen. Wäre nicht schlecht, aber vielleicht, jetzt versuchen wir es erst einmal und stellen hier einfach einmal auf parlamentarische Republik um. Und schauen wir mal, was die jetzt alles meckern. Okay, gibt sofort die Revolution. Okay, sofort die Revolution. Also, dann nehmen wir das auf jeden Fall raus. Okay, schauen wir mal. Die Streitkräfte sind raus. Vielleicht wohl wäre es mit den kleinen Bürgern. Nee. Landbewohner auch nicht. Das war mein Handy. Zurücksetzen, das ist auch nicht gut. Ja, die Streitkräfte wieder. Oh, die wollten hier nicht dabei sein. Dann sind sie auch hier weg. Dann kann man auch nichts machen. Oligarchie haben wir jetzt. Teilt im Auftrag mit einer kleinen Gruppe von mächtigen, nicht gewählten Personen. Und das wäre einem nicht gewählten Rat von gebildeten und fähigen Leuten. Ja, aber das wollen auch die meisten nicht. Grundbesitzerwahlen. Schauen wir mal. Allgemeines Wahlrecht will überhaupt keiner. Garantierte Freiheitsrechte. Na, schaffen wir es hier noch? Nee, schaffen wir nicht. Laissez-faire hat man ja schon. Dann gehen 75% am Privatbau. Freihandel. Ich glaube, da müssen wir mal hier zurück. Okay, das geht erst, wenn Pharmazeutika durch ist. Und vorher können wir mal schauen. Garantierte Freiheitsrechte. Versuchen wir es mal. Versuchen wir es mal. Ja, vielleicht. Okay, Baumwollplantagen sind voll besetzt. Sehr gut. Und jetzt kommt noch eine Kunsthochschule. Ich fasse es nicht.
fragt man sich, ist es so gewollt oder ist es ein Bug? Stahlwerke in Gothaland. Ach, Kohle. Genau, die Stahlwerke sind durch. Und wo haben wir jetzt die Kohleminen? Mal hier nach oben. So, dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwo wo haben wir Kohle? Vielleicht kann man ein bisschen Kohle importieren, ne, kann man nicht. Obwohl, könnte man eigentlich, kostet natürlich. Ja, das würde ich sagen. Das lassen wir jetzt einmal einfach so eine Zeit lang. Zumindest bis hier die Kohleminen fertig sind. Okay, wird das Geld nicht mehr ganz reichen? Das ist nervig. Das ist nervig. Vor allem dann haben wir dreimal Kunsthochschulen. Für was? Aber man weiß es nicht. Vielleicht bin ich irgendwann mal froh, dass wir es haben. Wer weiß. Okay, damit beende ich jetzt gleich einmal diese Folge und werde natürlich hier weitermachen. Es ist spannend, vor allem ich will jetzt, dass dann die garantierten Freiheitsrechte durchkommen. Es scheinen auch relativ wenige dagegen zu sein. Aber es war schon mal ein kompletter Witz, dass hier die Streitkräfte raus sind. Die waren vorübergehend hier ziemlich wütend, weil wir wollten die Monarchie abschaffen. Na gut, okay, alles klar. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Und ich würde sagen, bis dann. Ciao.